Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er: Vater, Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete: Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil an Guten schon im Leben bekommen. Genauso wie Lazarus seinen Anteil am Schlimmen, dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns herüberkommen. Da sagte der Reiche: So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe 5 Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham antwortete: Sie haben doch Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Kennen Sie den? Da kommt ein verstorbener Pastor zu Petrus an die Himmelstür und muss erst mal warten. Zur gleichen Zeit kommt ein Busfahrer und der wird sofort eingelassen. Da beklagt sich der Pastor: Warum muss ich warten? Ich bin doch vom Fach. Antwortet Petrus: Wenn du gepredigt hast, da haben sie alle in der Kirche geschlafen. Wenn er gefahren hat, da haben sie alle gebetet. Einige kennen diesen Witz, nicht ganz neu ist er. Liebe Gemeinde, dieser Witz und unser Gleichnis haben einiges gemeinsam. Jeweils 2 Menschen, bei denen auf ihr irdisches Tun und dann auf ihr Geschick im Himmel geschaut wird. Wie das zusammenhängt. Und eine erste Lehre daraus ist in beiden Fällen: Unser Leben, so wie wir es hier führen, das ist nicht alles egal. Das hat Konsequenzen über den Tod hinaus, sogar bis in Ewigkeit. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Es gibt eine weitere wichtige Gemeinsamkeit zwischen dem Witz und dem Gleichnis. Es sind beides nur Bilder. Bei dem Witz ist das ja, denke ich, sofort klar. Das Motiv mit Petrus und der Himmelstür, das hat zwar einen ganz losen Anhalt an der Bibel, aber es ist vor allen Dingen eine volkstümliche Ausmalung. Wir brauchen das nicht wörtlich zu nehmen, dass wir deswegen zum Beispiel anfangen zu überlegen: Aha, da oben gibt es also einen Warteraum. Wie ist der denn ausgestattet? Gibt es da vielleicht WLAN oder zumindest wie früher beim Arzt im Wartezimmer Zeitschriften? Das führt nur auf Abwege, lenkt nur ab von dem eigentlichen Denkanstoß. Hier bei dem Witz, dass ich mich als Pastor ja wirklich fragen muss: Wie oft habe ich meine Gemeinde gelangweilt? Dass Menschen von der Kirche nach Hause gegangen sind, ohne dass sie durch mich zum Beten ermutigt worden sind. Oder noch etwas drastischer gesagt: Wiegen sich die Hörer auch nach meiner Predigt in einem falschen Schlaf der Sicherheit?
Oder ist es mir gelungen, sie aufzuwecken, dass sie über ihr Lebensende nachdenken? Die Bibel sagt bekanntlich im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So, aber auch dieses Gleichnis ist eben nur ein Bild. Die Ausleger sind sich da ziemlich einig, dass Jesus hier eine volkstümliche Geschichte aufnimmt. Es gibt Vorlagen dazu aus Ägypten, im pharisäischen Bereich auch. Und die Hörer dachten da am Anfang, ja, stimmt, die Geschichte kennen wir. Ein bisschen moralisch mit dem Zeigefinger, aber es sind ja zum Glück die anderen gemeint. Aber zum Schluss, da spitzen sie dann richtig die Ohren, weil sie merken, ah, jetzt erzählt Jesus die Geschichte aber anders weiter. Wir sollen uns deshalb gerade im ersten Teil auch hier nicht von den erzählerischen Elementen auf Abwege führen lassen. Dass wir da zum Beispiel anfangen zu spekulieren, das Totenreich, die Hölle, die ist also immer heiß. Aber anderswo lesen wir doch auch, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Oder ist von dort ernsthaft so von Weitem der Himmel in Sichtweite? Zwar ewig unerreichbar, durch einen unüberwindlichen Abgrund getrennt, aber sozusagen als besondere perfide Art der Grausamkeit, dass die Verdammten es immer vor Augen haben, das hast du in deinem Leben verspielt. Man kann auch von der anderen Seite fragen, soll das den Leuten im Himmel etwa eine besondere Art von Befriedigung verschaffen, immer auf die Verlorenen herabsehen zu können? Ätsch, das habt ihr nun davon? Ich würde sagen, so ein billiges Rachegefühl passt nicht zu vollendeten Seelen. Und wenn man so erstmal anfängt, bestimmte Fragen, wie gesagt, unpassende Fragen, aber dennoch Fragen an das Gleichnis zu stellen, könnte man ja noch mehr bemängeln. Hat hier denn eigentlich gar kein Gericht stattgefunden? Der Menschensohn auf den Wolken sitzend, der aus den himmlischen Büchern ohne Ansehen der Person den Verstorbenen alle ihre Werke vorhält, die offenen und die verborgenen, die guten und die bösen. Steht so ein faires und geordnetes Verfahren, ein genaues Anschauen, ein genaues Abwägen der Sachverhalte und Gott sieht wirklich das Herz an, wie es gemeint war, da ist vielleicht sogar manches besser gewesen, als wir gedacht haben, ist so ein beharrliches Suchen, ob da nicht doch irgendetwas Gutes zu finden ist, nicht etwas, was jedem zusteht, sogar einem Adolf Hitler, einem Josef Stalin. Und noch weiter gefragt, wir sind hier im Neuen Testament. Wo bleibt denn da Jesus Christus, der uns zugesagt hat, im Gericht unser Anwalt zu sein? Immer hören wir doch, und das ist Evangelium, wer Jesus hier im Leben als Freund gewonnen hat, wer sich hier als Sünder zu ihm bekennt, zu dem wird sich Jesus auch dort bekennen im Gericht. Er wird sagen, der gehört für immer zu mir. Für den habe ich mit meinem teuren Blut alles bezahlt. Und das ist dann die Rettung. Das gilt. Einziger Trost im Leben und im Sterben. Was ich mit diesen Fragen deutlich machen möchte, mit der Erinnerung daran, was sonst zu dem Thema in der Bibel zu finden ist, dieses Gleichnis will eben nicht uns unerhörte neue Details über den jüngsten Tag überliefern. Wie es da drüben aussieht, das übersteigt sowieso völlig unser Vorstellungsvermögen. Das ist wirklich nur ein Bild. Jesus will uns einen Denkanstoß geben mit einer, wie er es gern tut, drastischen, meinetwegen sogar anstößigen Geschichte, die bleiben eben besser im Gedächtnis. Aber was ist nun genau der Denkanstoß hier? Warum erzählt Jesus gerade dieses Gleichnis, dass der Mensch nämlich ernten wird, was er sät, dass unser Tun hier ewige Konsequenzen dort hat, das steht bekanntlich so oft in der Bibel, dass es sogar gelangt hat für einen Satz im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Anders gefragt, was würde uns fehlen ohne dieses Gleichnis? Ich meine vor allem dieser eine Satz, sie haben doch Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören.
Welches Mittel hat Gott gewählt, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen, zum Umdenken, so dass sie wirklich Buße tun und umkehren? Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Der reiche Mann hier blickt auf sein Leben zurück. Er ist im Glauben des Gottesvolkes erzogen worden, sonst würde er Vater Abraham zum Beispiel nicht erkennen dort, nicht wissen, wie er mit ihm reden soll. Er hat in jungen Jahren Unterricht in den Heiligen Schriften erhalten. Auch damals gab es schon eine Art Konfirmandenunterricht. Er hat damals durchaus gehört, was von uns Menschen gefordert ist, nach dem Propheten Micha: Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Aber das hat ihn nicht sonderlich beeindruckt, nicht gerührt. Daran ist dieser Mensch, meine ich, ein typischer Mann der Oberschicht, nicht nur, wie er bis zuletzt meint, den armen Lazarus herumkommandieren zu können. Der soll doch mal kommen, jetzt auch, und mich bedienen. Dieser No-Name-Reiche, wohl bewusst, hat nur der Arme einen Namen, einen ewigen Namen, Lazarus, Gott hilft. Dieser Reiche hält sich für etwas Besseres. Er meint, zugespitzt, für einen Menschen in meiner Position, da darf ich doch wohl eine besondere Form der Einladung erwarten. Etwas Exklusives, ein Wunder, Preislage Totenauferweckung. Das wäre meiner würdig, damit ich mich dann zu Gott bekehren und das Gebot der Nächstenliebe ernst nehmen würde. Das kann doch nun wirklich nicht alles sein, damals meine religiöse Erziehung und dass da zufälligerweise dieser arme Schlucker, dieser Lazarus, mir von Gott vor die Tür gesetzt worden ist. Jesus beschreibt hier im Gleichnis, was er immer wieder in seinen Erdentagen erlebt hat. Ganz viele Menschen, die ihm zwar ein wenig zugehört haben, aber dann doch mehr oder weniger deutlich ihm signalisiert haben: Naja, was du sagst, würden wir eigentlich dann erst ernst nehmen, uns dann erst will ich dadurch berühren lassen, wenn du jetzt ein Wunder tust, wenn ein Zeichen vom Himmel geschieht. Nur dann wollen wir umkehren. Unser Gleichnis macht deutlich: Selber schuld, wenn Menschen wegen dieser hochnäsigen Einstellung am Ende das wahre Leben verfehlen. Ich habe angefangen mit einem Witz. Der Busfahrer, bei dem alle gebetet haben. Der Pastor, bei dem alle im Gottesdienst geschlafen haben. Das ist schlimm. Sehr schlimm sogar. Gerade eben, weil wir gehört haben, so viel hängt daran. Weil Gott gerade diesen Weg erwählt hat durch das Wort der Predigt. Und das müssen wir jetzt weit fassen. Nicht nur, was hier sonntags geschieht, sondern das Reden seiner Diener überhaupt. So will Gott zu den Menschen sprechen und sie zur Umkehr bewegen. So sagt es ja auch der Wochenspruch: Wer euch hört, der hört mich. In der Regel will Gott so und eben nicht anders unsere Aufmerksamkeit erlangen für das, was im Leben wirklich zählt. Eine ganz hohe Verantwortung, die da auf unseren Schultern als Pastoren lastet. Wehe, wenn es an uns liegt, dass die Hörer schlafen. Ich höre aus diesem Gleichnis aber auch eine ganz kleine Entlastung für mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Sie haben doch Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Es gibt zwar in unserer Zeit nicht allzu viele Menschen, die sagen: Ich brauche unbedingt ein göttliches Zeichen, ein Wunder vom Himmel, damit ich die Kirche und ihre Botschaft wieder beachte, dass Tote wieder zurückkommen. So nicht. Dagegen, diese Meinung ist durchaus sehr weit verbreitet. Ja, wenn da im Gottesdienst alles moderner wäre, multimedial, peppigere Musik, wenn es jeden Sonntag einen Knaller geben würde, regelmäßig eine Wundertüte, die der Pastor auspackt, dann würde ich viel öfter kommen. Dann würde ich viel aufmerksamer zuhören. Dann würde ich mich packen lassen. Aber nur so, Mose und die Propheten, das ist doch langweilig. Hier hören wir: So bescheiden darf es sein, Mose und die Propheten, altbekanntes, altbewährtes, nichts Neues muss es sein, Spektakuläres, sondern einfach das Evangelium von Jesus Christus.
Sein Wort, das uns als Zuspruch und Anspruch begegnet. Und wenn ich das treu bezeuge, dann habe ich Jesu Auftrag erfüllt. Mehr verlangt er von mir nicht. Klar, soweit es geht, sollte die Verkündigung in alltagsnaher Sprache geschehen. Gerne mal mit ein paar aktuellen Beispielen. Einprägsame Bilder und Sätze sind auch nicht verkehrt. Wir sollen ganz gewiss als Prediger nicht faul sein in der Vorbereitung. Aber das Zentrum ist das Wort Gottes. Sein ewiges Wort, gesagt in Menschenworten. Und wenn das dann wirkt, ist das ein Werk des Heiligen Geistes. Noch einmal zum Schluss. Es liegt nicht an der Genialität des Pastors oder der Pastorin, weil er oder sie so brillant formulieren kann oder so zündende Ideen hat. Wir brauchen als Pastoren keine Wunder zu tun, wir können das auch nicht. Sondern es geht um das verkündigte Wort. Und auf Seiten der Hörer um die Bereitschaft, dieses Wort wahrzunehmen. Dieses so unscheinbar daherkommende Lebenswort, sich das immer wieder neu sagen zu lassen. So will Gott uns wecken, wachrütteln, uns auch die Augen öffnen für die, die vor unserer Tür liegen und Hilfe brauchen. Damit wir erkennen, was der Mensch sät, das wird er ernten in Zeit und Ewigkeit. Amen.